Aber natürlich gibt es beim King of the Table 2 Event nicht nur das Hauptevent von John Brusang gegen Devin No Limits Larrett, sondern wir haben auch noch ein weiteres fantastisches Event auf dem Tableau, und zwar Hermes Gasparini gegen Gennady Kekvinya, der aufstrebende Star aus Italien gegen den etablierten Macher aus Georgien. Das wird auch ein richtig, richtig tolles Match. Ich freue mich drauf. Und wir kommen zum ersten Match des Abends. Hermes Gasparini, der junge Italiener, gegen den erfahrenen Gennady Kekvinya aus Georgien hier. Der Mann auf der linken Seite, natürlich mit seinen 36 Jahren und mehreren WM-Titeln, sehr, sehr erfahren, gegen den aufstrebenden Star aus Norditalien hier. Und ich bin gespannt auf die erste Runde. Es ist hier nicht ganz so einfach, einen Favoriten auszumachen, aber dennoch hat natürlich Hermes Gasparini jetzt in den letzten Jahren wirklich für Furore gesorgt und gilt als leichter Favorit in dieses Duell. Wir haben eine Weile nichts mehr von Gennady Kekvinya gesehen. Er hat in den letzten Matches, ich glaube, das letzte war gegen Dave Sheffield, damals schon vor einigen Jahren in Polen, ein super Match mit, wenn ich mich nicht irre, mit 4 zu 2 verloren. Und hier Bill Collins, der Referee hier am Tisch, sehr, sehr erfahren. Eine richtige Wahl, die Larry Reeds hier getroffen hat, und die Leute von Core Sports. Nochmal ein großes Dankeschön an die Organisatoren von King of the Table 2, damit wir das hier auch den deutschen Zuschauern etwas näher bringen können, hier dieses Event. Und wir sind gespannt. Beide verbindet, dass sie WAF-Weltmeister waren, auch im Jahr 2015. Damals Gennady Kekvinya in der Klasse über 110 Kilo, auch ganz interessant dabei, gegen Levan Saginashvili in Malaysia damals gewonnen. Und dann haben wir noch Hermes Gasparini, damals aufgrund des positiven Dopingergebnisses von Dieter Spanagel aus Deutschland dann doch noch die Weltmeistermedaille Gold gewonnen, den Weltmeistertitel im Jahr 2015 in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Und wir sind direkt hier im Strap-Match. Schwer auszumachen, für wen das die bessere Wahl hier ist. Ich kann es auch nicht richtig sagen. Es bleibt spannend. Gennady für mich sehr schwer auszumachen. Also nicht nur der Bart hat sich verlängert, sondern auch die Zeit ohne Supermatch hier. Er ist jetzt sehr stark im Training als Coach aktiv in Georgien. Und wir schauen hier in das erste Match. Bill Collins schließt die Hände. Wir sind schon im Referee-Script. Und jetzt wird die Hand als erstes geschlossen von Gennady. Genau, Gennady wird als erstes geschlossen. Beim Referee Script sehr wichtig, dass kein Foul passiert oder keine Bewegung passiert, denn jede. Nein, okay, wir haben einen automatischen Grip. Ah, jetzt schauen wir, was passiert ist. Okay, beide sind nicht zufrieden mit dem Griff. Bill Collins versucht das Ganze hier souverän durchzuschießen, und ich denke, wir haben da auch den richtigen Mann hier am Tisch. Bill Collins, damals auch Organisator der Weltmeisterschaft 2010 in Mesquite und natürlich auch an vielen Turnieren beteiligt als Referee und als Organisator. Und die Hände werden geschlossen. Okay, beide greifen jetzt. Bill korrigiert noch die Handgelenke. Man sieht ganz schön auf der linken Seite das. Okay, und da ist das Startsignal. Schneller Start von Gennady, aber sehr, sehr souverän von Hermes. Und kurz vorm zweiten. Wir haben ja das erste, ja genau, der erste Punkt für Hermes Gasparini, wirklich super gemacht, hätte ich nicht gedacht. Gennady hat den schnelleren Start erwischt, hat auch mit seinen 144 Kilo ein bisschen mehr auf die Waage gebracht als sein italienischer Gegenüber, aber toller Start, kann man nicht anders sagen, vom Georgier, 36 Jahre, deutlich erfahrener als sein Gegenüber, aber beides natürlich hochklassige Athleten. Hermes muss in der offenen Gewichtsklasse über noch 110 Kilo sich natürlich noch die Sporen verdienen, während Gennady Kekvinya schon ein sehr erfahrener Mann ist. Übrigens auch in der Ecke von Gennady auch ein mehrfach beschlagener und dekorierter Champion aus Rumänien, und zwar Sabin Bailulescu, auch schon wieder seinen georgischen Spitzenathleten Levan Saginashvili schon geschlagen im Jahr, glaube ich, auch 2015 in Bulgarien, wenn ich mich nicht recht irre. Da gibt es auch schon mehrere Mythen hier. Natürlich versucht Sabin da ein Rematch zu forcieren, aber die Community hat sich noch nicht ganz so drauf eingeschworen. Sabin auch eine Weile Doping gesperrt. Hier auf der linken Seite in der Ecke von Gennady Kekvinya.
und Sabine jetzt erst wieder zurückgekommen. Und wir kommen in die zweite Runde hier beim King of the Table Part 2 live aus Dubai. Hermes ist jetzt mit einem Punkt vorne und Gennady wird jetzt versuchen zu kontern. Man sieht es auch ganz gut, dass Hermes versucht, seinen Ellbogen sehr am rechten Ende des Polsters anzusetzen. Hier steht schon fast in den Ellbogen faul. Jetzt natürlich noch der Kampf um die beste Position. Das weiß jeder Armester von selbst, dass durchaus der Kampf schon vor dem Startsignal beginnt jetzt. Und wieder, wir sind wieder im Strap-Match. Beide haben das forciert. Beide fühlen sich scheinbar sehr, sehr wohl im Strap. Und das bedeutet, dass der Unparteiische aus den USA, Bill Collins, jetzt einmal mehr den Strap wickelt und hier für klare Verhältnisse sorgt. Da sehen wir nochmal, dass beide auseinandergerutscht sind. Auch sehr forciert. Und Bill ist jetzt dabei, den Referee Script so neutral wie möglich zu wickeln. Hermes nimmt jetzt den Strap relativ hoch, nicht ganz hoch, nicht auf dem Handgelenk wie üblich, sondern eher so eine Mittelhöhe. Bei Gennady sieht es ein Stückchen weit höher aus, ist jetzt nicht ganz so gut zu erkennen, aber jetzt gibt es natürlich den Kampf um die bessere Position und danach gibt es den Grip-Up noch, wenn der Kampfriemen gewickelt ist. Wir sehen wieder, dass Hermes sehr, sehr weit am rechten Ende des Polsters ist. Also er versucht quasi voll reinzuschlagen dann. Wir sehen wirklich, er ist sehr nah dran am Ellbogenfoul, sehr unüblich. Normal nicht so zu sehen, aber ich denke, er hat einen klaren Matchplan. Jetzt gibt es hier den Grip-Up gleich wieder. Bill Collins versucht nochmal die Handgelenke möglichst gerade zu. Beide greifen jetzt zu. Hermes mit ein Stück weit unten aus meiner Sicht dem Handgelenk versucht natürlich jetzt in den Toppel reinzugehen, was ihm vielleicht auch besser liegt. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Ja, viele Hände im Bild, ne? Und zugegriffen. Gennady greift deutlich höher, fies. Und ja, sehr, sehr, sehr gut. Hermes gewinnt da das Handgelenk. Viele starke Hits. Gennady versucht gegenzuhalten und ist schon kurz vorm Ellbogenfoul. Natürlich. Am Edge vom Polster halt wirklich. Und war das schon der Pin? Sehr gute Ausgangsposition für Hermes. Holt er sich den zweiten Punkt? Es bleibt spannend kurz. Ja, das zeigt Bill Collins an und er geht in die Presse rein. Okay, und das ist der zweite Punkt für Hermes Gasparini. Auch aus meiner Sicht kurz vom Ellbogenpolster runtergerutscht. Aber ich denke mal, das hat beide Athleten gerade ausgemacht, dass beide kurz vorm Ellbogenfoul standen, beziehungsweise dass das aber nicht gerade ein Fehler war. Ja, genau, da zeigt auch der Side-Referee nochmal an, durchaus, dass das auch nach hinten raus von Gennady ein Ellbogenfoul war. Also würde ich jetzt gar nicht mal so auf den Vorteil von einem von beiden Athleten stellen, aber ich schaue mal gerade, wer der Side-Referee ist. Und da gibt es natürlich auch eine Massage vom Manager von Hermes Gasparini. Man muss auch sagen, dass Hermes jetzt durchaus liefern muss. Er hatte in der ersten Runde der PAL Top 8 gegen Alex Kodertscha verloren. 6 zu 0, wirklich ein klares Match, hätte keiner so richtig ausmachen können. Ja, das ist das Foul, sehen wir es nochmal kurz. Aber ich denke, der Pin war schon vorher, den Bill Collins gesehen hat. Zweiter Punkt für den starken jungen Italiener, der durchaus zugenommen hat, ist natürlich nicht mehr wiederzuerkennen zu seinen Zeiten mit 90 Kilo. Aber genau, nochmal zurück zum Match mit Alex Kurdica, dem Mann aus dem Top 8 Turnier von Igor Masurenko, der PAL. Hatten viele Fans und viele Armwrestling-Enthusiasten durchaus Hermes vorne gesehen. Alex hat sich völlig überraschend, auch aus meiner Sicht, ein sehr souveränes 6 zu 0 gesichert, damit Hermes in der ersten Runde ausgeschieden. Alex Kurdica ist eine Runde weiter und versucht natürlich nach bestem Wissen und nach besten Fähigkeiten dann Levan Saginashvili, den georgischen Teamkollegen von Gennady Kikvinya,
im Finale am besten herauszufordern. Und damit steht es 2 zu 0 für Hermes Gasparini. Und wir gehen auch in die nächste Runde des ersten Kampfes des King of the Table Part 2 live aus Dubai. Präsentiert von Core Sports, von Larry Wheels Promotion Firma. Und wir gehen in das dritte Match jetzt hier. Wenn Hermes diesen Punkt holt, dann hat er das Unentschieden schon sicher. Aber es bleibt spannend, denn Gennady will natürlich durchaus zurückschlagen, hat auch das Mindset und auch natürlich die Fähigkeiten, um hier eine richtig gute Performance zu machen. Und wieder den Kampf um das bessere Setup hier vor dem Startsignal. Ist die Frage, ob wir jetzt wieder ein Strap-Match sehen werden. In der offenen Gewichtsklasse durchaus üblich. Wir sehen wieder beide Athleten, jetzt auch ein schöner Vergleich von Gennady auf der linken Seite, dass der wirklich sehr, sehr stark auch am Ende des Polsters steht. Und wir beide Athleten gehen direkt. Die haben kein Setup gefunden. Das bedeutet, es geht direkt in den Kampfriemen. Aus meiner Sicht das große Plus von Hermes Gasparini ist hierbei das stärkere Handgelenk. Gennady konnte natürlich aus dem Bizeps raus gut kontern, auch gut gegenhalten, aber Hermes hatte natürlich alle Kontrolle über das Handgelenk und jeder weiß, der schon einmal an einem Armwrestling-Tisch stand, dass das Handgelenk natürlich der Schlüssel über Sieg und Niederlage ist und hier ist es natürlich auch durchaus so zu sehen und wir sehen jetzt hier Hermes Gasparini hat ordentlich noch drauf gesattelt, aber natürlich Gennady Kekvinya mit 144 Kilo ist auf jeden Fall noch ein paar Kilo über seinem italienischen Gegenüber. Das bedeutet, wenn beide Athleten sehr stark am Ende des Polsters starten, sehr weit oben stehen, dass sie sich natürlich beide sehr stark auf ihren Latt verlassen, auf einen starken Zug nach hinten. Sind ja beide natürlich auch Ausnahmeathleten hier zu sehen und Spitzensportler dieser Sportart. Und wir warten gespannt auf die dritte Runde des King of the Table Part 2 der ersten Partie hier live aus Dubai. Bill schließt zunächst die Daumen und jetzt werden sich die Hände schließen. Aus meiner Sicht, Kekvinya steht ein bisschen schlechter mit dem Handgelenk, zieht jetzt nochmal rüber und jetzt gibt es ein Warning. Genau. Ein Warning hier. Die Daumen werden von Bill geschlossen und dann können die Athleten sich den richtigen Griff holen. Jetzt bleibt es nochmal spannend. Beide Hände sind geschlossen. Und wieder Handkontrolle durchaus von Hermes. Sehr, sehr souverän. Zieht auch gut aus dem Bizeps. Jetzt Gennady kurz vorm Pin. Und jetzt bleibt es wirklich sehr, sehr offen. Aber Gennady verliert. Und Hermes wieder in die Presse rein. Na, reicht das? Und wieder in die Presse. Und der dritte Punkt für sein Gegenüber. Damit hat Hermes das 3 zu 0 sicher und kann dieses Match auch nicht mehr verlieren. Souveränes, offenes Match. Aus meiner Sicht Gennady ganz klar im Nachteil, was das Handgelenk ausgeht. Hätte ich nicht gedacht. Hermes viel, viel stärker am Handgelenk, bricht das Wrist seines Gegenübers auf. Wirklich, wirklich sehr, sehr starke Vorstellung. Und da sieht man die Erleichterung durchaus in den Augen des jungen Italieners. Wirklich, er muss hier wirklich alles liefern nach der Niederlage gegen Alex Kodicha, die viele Leute überrascht hat. Hätten andere, viele anders erwartet nach der souveränen Vorstellung im Training gegen Michael Todd und gegen Vitaly Laletin. Und jetzt wieder super in die Presse rein. Wirklich alles möglich und da ist die Freude. Die Reise nach Dubai hat sich jetzt schon gelohnt. Sagen wir beim Lesko wieder ein Bild als Sideman von Gennady und auf der anderen Seite der italienische Manager von Hermes Gasparini. Bleibt jetzt spannend, wie man das durchaus auf die Weltrangliste oder auf das
die große Einschätzung jetzt in der Armwrestling-Welt einschätzen kann. Bleibt natürlich Gennady als große Unbekannte zu sehen. Wir konnten alle nicht so richtig einschätzen. Er hatte eben, wie gesagt, im Jahr 2015 Lever noch geschlagen, war auch immer zunächst noch in der PLL in der Top 8 mit eingeplant, war dann aber durchaus aufgrund des Konflikts zwischen WAF und PLL dann zwischen zwei Stühlen und hat sich dann für das georgische Juniorenteam entschieden, wollte diese Position und diese Aufgabe nicht aufgeben und das seine georgischen Teamkollegen da im Stich lassen, hat deswegen auf einen Start in der Top 8 2019 verzichtet. Ja, und jetzt gibt es trotzdem weiterhin diesen Konflikt, weil Georgien die WM in Tiflis nicht ausrichten konnte. Nee, Tiflis war es nicht, war eine andere Stadt, aber durchaus gibt es da jetzt mit der WAF noch einen Konflikt. Ich habe da auch nur ein paar Sachen am Rand gehört, dass das Geld wohl irgendwie nicht richtig deposit wurde, kann ich nicht ganz genau was zu sagen. Auf jeden Fall war die Anzahl der georgischen Athleten sehr, sehr überschaubar. Es gab kein komplettes georgisches Team wie üblich bei der letzten Weltmeisterschaft. Bleibt spannend, ob wir dann Gennady bei der PAL Top 8 sehen werden oder vielleicht bei der IFA. Wir wissen es nicht genau oder ob er sich als Trainer komplett zurückziehen kann. Aber mit 36 Jahren ist er natürlich auch noch lange nicht zum alten Eisen zu zählen und zeigt natürlich heute trotzdem auch eine sehr, sehr starke Leistung gegen diesen aufstrebenden Star aus Italien. Hermes Gasparini mit 3 Punkten und es bleibt jetzt spannend, ob er sich den vierten entscheidenden Punkt holt und sozusagen dann das Match nicht mehr verlieren kann. Hier beim Best of Six wäre dann auch das Match schon beendet. Also, das könnte hier schon der große Matchpoint sein. Kann Gennady nochmal wiederkommen und sich noch auf 3:3 zurückpunkten oder holt sich Hermes hier das entscheidende Match? Aus meiner Sicht hat das Ding Hermes hier ganz klar in den letzten 3 Runden souverän geregelt. Setzen beide Athleten auch wieder sehr weit außen am Polster an, was wir schon in den letzten 3 Runden gesehen haben. Und es bleibt spannend, ob es jetzt den entscheidenden Punkt für Hermes Gasparini aus Norditalien gibt oder ob der Georgier zurückschlagen kann. Ja, sehr tief und es gibt wieder, ja, gibt wieder ein Warning hier für diesmal für den anderen Sportler. Hermes Gasparini hier mit einem Warning betraut. So ein bisschen wie eine Art Vorverwarnung vor der gelben Karte. Wir haben hier das System des King of the Table. Es gibt 3 Fouls. Erst dann gibt es die Disqualifikation für diese Runde. Bill Collins kann sich dein Lächeln nicht verkneifen. Jetzt gibt es die Regel natürlich von Bill Collins. Ellbogen erstmal runter und dann erfolgt der Griff. Sieht man sehr, sehr häufig in Armwrestling-Turnieren, dass versuchen die Sportler, ihre Ellbogen in die Luft zu heben und dann den Griff zu suchen. Natürlich ein Vorteil dann für den Greifenden. Gennady ist nicht glücklich mit dem Griff, scheinbar hat er jetzt auch realisiert. Und wieder guter Start von beiden Athleten. Diesmal hat auch wieder Hermes das Handgelenk gewonnen. Arbeitet jetzt stark mit dem Körper, hat ein besseres Gefühl aus meiner Sicht mit dem Ellbogen und geht jetzt wieder in die Presse. Und jetzt gibt es eine Entscheidung. Das war ein Ellbogenfoul. Bill Collins erklärt noch kurz, das ist das zweite Foul. Jetzt habe ich das erste nicht ganz auf da. Okay, wir haben jetzt hier natürlich die Situation, beide Athleten bekommen Foul. Das ist recht unüblich. Normalerweise nach WAF-Regeln, wenn beide Athleten gleichzeitig foulen, gibt es für keinen Foul. Aber hier scheint es anders zu sein. Das bedeutet, Hermes Gasparini hat jetzt schon 2 Fouls. Das dritte Foul würde durchaus zur Qualifikation führen und damit auch zum Verlust dieser Runde. Also bleibt es spannend und wir gehen immer noch in die Runde 4 entscheidend. Und da wieder Hermes Gasparini, der bessere Start. Kann Gennady Kekvinya hier kontern, aber. Und das ist der vierte entscheidende Pin für Hermes Gasparini. Wir sehen, dass wir da wirklich eine große Portion Erleichterung sehen in den Augen des jungen Italieners. Musste wirklich liefern hier in Dubai und hat es auch getan. Dadurch der Sieg in diesem Duell. Wirklich Gratulation an Hermes Gasparini, aber natürlich auch an sein Gegenüber Gennady Kekvinya gegen diesen aufstrebenden Lungen-Italiener. Kein einfaches Match, da ist die Freude halt da. Großer, großer Sieg, aber tolles Match, ein guter Start. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Zusehen, danke für den deutschen Kommentar und dann natürlich auch an Core Sports, dass wir hier ein bisschen für King of the Table 2 in Deutsch berichten konnten. Bleibt sauber, euer Hellboy. Boom!